Ihr Lieben, herzlich willkommen an diesem fünften Sonntag der Passionszeit in der Christuskirche und ihr zu Hause bei YouTube an den Bildschirmen. Es ist der fünfte Sonntag der Passionszeit und der hat mit Justiz zu tun. Aber völlig anders, als wir Menschen das einander antun und in der Regel kennen. Der Richter will nicht richten, er lässt sich richten. Holz auf Jesu Schulter von der Welt verfuhr, war zum Baum des Lebens und bringt gute. Damit wir uns sammeln können. Vater, sei du bei uns. Ohne dich geht nichts. Mit dir geht alles. Darauf sind wir angewiesen. Behüte uns du mit deiner Macht und deiner Barmherzigkeit. Amen. Ja, wie stellt ihr euch vielleicht Gericht vor? Es gibt ja unterschiedliche Formen von Gerichte. Die meisten bemühen sich, gerecht zu sein, aber es ist auch nicht überall garantiert, auf der weiten Welt gar nicht. Aber dass der Richter sich selbst richten lässt, um frei zu sprechen, das ist eigentlich der Kern der christlichen Aussage. Wir dürfen frei sein, frei werden von dem, was uns belastet, das Gute wie das Schlechte, das, was uns krank macht, wie das, was uns voneinander trennt, wie dann das auch, was uns von Gott trennt. Gott ist sich nicht zu schade, einer von uns zu werden, aber nicht nur unser Leben zu leben in diesem Jesus Christus, sondern am Ende auch einen völlig ungerechtfertigten Kreuzestod auf sich zu nehmen, um uns zu zeigen, ja, ich bin für euch da, das ganze Leben, und sogar darüber hinaus. Was ich mir wünschen würde, ihr Lieben, wäre einfach, dass wir Christen ein bisschen mehr von dieser Freiheit, die uns geschenkt ist, von diesem Loslassen können, von Schuld und Versagen,
dass wir diesen Mut auch haben, das zu tun. Die Welt wäre offener, die Menschen könnten wieder mehr aufeinander zugehen, trotz Corona. Die Angst würde uns nicht alle bestimmen, denn wir sind es eigentlich schon los. 5. Sonntag der Passionszeit, da gibt es ein wunderschönes Lied, Lied Nummer 97. Ich lese euch nur die erste Strophe vor. Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht, ward zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht. Ein ungerechtfertigt Verurteilter zum Tode gebracht, er pflanzt den Samen für eine neue Welt. Ihr seid Teil dieses Baumes, wir sind Teil dieses Baumes. Lasst uns Mut haben, Frucht zu bringen, füreinander, miteinander, für alle Menschen, auch für die, die es noch nicht wissen. Wir gehören dazu. Und dazu passt auch der Wochenspruch. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Erlösung für viele. Amen. Lasst uns noch beten. Vater, hilf uns, das Geschenk, das du uns in deinem Sohn Jesus Christus gegeben hast, auch anzunehmen. Hilf uns, wirklich mit der Freiheit beschenkt zu sein und nicht dadurch orientierungslos durch diese düstere Welt gehen zu müssen, die du ja eigentlich schon mit einem Licht versehen hast, das nicht mehr gelöscht werden kann. Hilf uns, als Lichter füreinander, miteinander zu leben, durch deine Kraft, durch deinen Namen, durch deinen Heiligen Geist. Amen. So seid gesegnet und behütet. Geht mit Freude und Zuversicht in diese vorletzte Passionswoche. Denkt immer daran, Gott ist bei uns, den Menschen hier in Lüdenscheid und allen auf der Welt. Er lässt uns nicht los. Amen. Komm, dass in die Erde, in den Tod versinkt, keimt der Fast im Acker, in den Morgen trinkt. Liebe lebt auf, die längst erstorben schien. Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Über Gottes Liebe brach die Welt in Staub, wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. Jesus ist tot, wie sollte er noch fliehen? Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn. Hinging die Nacht, der dritte Tag erschien. Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün.